Sung Jin-Woo, der schwächste Hunter der Welt, überlebt wie durch ein Wunder einen Monsterangriff in einem hochrangigen Dungeon und erhält ein exklusives System, das seine Fähigkeiten verbessert. Entschlossen, seine Geheimnisse zu entschlüsseln, begibt er sich auf eine aufregende Reise voller Macht und Entdeckungen. Willkommen bei Anime Archiv, deiner Nummer 1 für deutsche Anime-Zusammenfassungen. Den Namen des Anime sowie eine Kapitelübersicht der einzelnen Episoden findest du unten in der Videobeschreibung. Jin-Woo ist ein typischer Giga-Chat. Okay, Scherz beiseite, er ist ein hässlicher, ekelhafter Verlierer, der nichts in seinem Leben hat. Sein Vater ist Milch kaufen gegangen und seine Mutter liegt im Koma. So bleibt er ein pleitegegangener Nichtsnutz, der seine jüngere Schwester mit seinen E-Rang-Hunter-Fähigkeiten ernähren muss. Vor 10 Jahren tauchten überall auf dem Planeten riesige Gates auf, die verschiedene Monster freiließen, um die Bevölkerung zu vernichten. Die Menschen hatten keine Chance, sie zu bekämpfen, da die Waffen keinen Schaden anrichten konnten. Doch plötzlich erwachten bei einigen Menschen besondere Kräfte. Diese Menschen sind als Hunter bekannt. Die Hunter werden je nach ihrer magischen Kraft in Ränge von E bis S eingeteilt. Die Menschen schaffen es, die nächsten Jahre mit diesen neuen Kräften zu überleben. Aber sie müssen immer noch die Dungeons, die auftauchen, beseitigen. Wenn sie das nicht tun, sammelt sich der Dungeon mit Magie an, öffnet sich und lässt Monster zurück in die Welt. Vor 3 Jahren geschah genau das auf einer nahegelegenen Insel. Ein Dungeon des Rang S wurde nicht geräumt und Monster füllten die Insel. Die Hunter versuchten, ihn zu räumen, aber am Ende waren die Ameisenmonster stärker. Wir sehen mehrere Männer auf einer Baustelle. Einer von ihnen, namens Kim, holt sich gerade einen Kaffee, als der Verkäufer ihm viel Glück für den heutigen Raid wünscht. Ein anderer Mann namens Park ruft Kim zu sich, der ihn fragt, was er hier macht, da er aufgehört hat, Hunter zu sein. Park erklärt, dass seine Frau schwanger ist und er deshalb etwas Geld verdienen muss. Kim antwortet, dass es nichts Besseres als einen guten Raid gibt, um etwas Geld zu verdienen. Park ist jedoch besorgt, weil seine Fähigkeiten schon schlecht waren und er glaubt, dass sie noch schlechter werden, weil er schon lange nicht mehr gejagt hat. Plötzlich richtet sich die Aufmerksamkeit aller auf Jin-Woo, der gerade am Tatort eintrifft. Jin-Woo bleibt bescheiden und erwähnt, dass er sich darauf freut, heute mit allen zusammenzuarbeiten. Sogar Kim grüßt Jin-Woo und fragt, ob er schon gegessen hat. Jin-Woo bestätigt das und geht weiter. Park wird neugierig und fragt, ob Jin-Woo ein starker Hunter ist, denn alle scheinen sich zu freuen, ihn zu sehen. Doch Kim kichert, als er merkt, dass Park sich zurückgezogen hatte, bevor Jin-Woo seinen ersten Raid hatte. Kim verrät, dass Jin-Woo einen besonderen Spitznamen hat. Der schwächste Hunter von allen. Park ist verwirrt, weil er etwas wie der stärkste erwartet hat. Kim erklärt, dass Jin-Woo ein E-Rang-Hunter ist, der selbst in E-Rang-Gates immer verletzt wird. Deshalb nennen ihn die Leute den schwächsten Hunter. Kim denkt jedoch, dass dieser Dungeon leicht zu bewältigen sein wird, weil Jin-Woo hier ist. Kim sagt Park, sie sollen aufhören darüber zu reden, weil Jin-Woo sie hören könnte. Doch Jin-Woo seufzt, weil er alles hören kann. Während er läuft, hört Jin-Woo eine vertraute Stimme, die ihm sagt, dass er sie wieder gehört hat. Er bemerkt Yu-Hee und grüßt sie und sagt, dass es schön ist, sie wiederzusehen. Sie fragt ihn, was mit seinem Gesicht passiert ist, aber er antwortet, dass irgendwas passiert ist. Sie fragt ihn erneut, was mit ihm passiert ist und er beschließt, ihr die Geschichte zu erzählen. Sie erfährt, dass er im Krankenhaus gelandet ist und dass er der Einzige war, der verletzt wurde, obwohl er einen Dungeon des Ranges E betreten hat. Sie ist verwirrt, aber er erklärt ihr, dass alle anderen hochrangig waren und sie deshalb keinen Heiler mitgebracht haben. Sie beschwert sich darüber, weil sie denkt, dass alle zu selbstsicher sind und sich nicht verletzen würden. Doch Jin-Woo gibt zu, dass es seine Schuld ist, weil er schwach ist. Aber er ist es schon gewohnt, verletzt zu werden. Dann bemerkt Jin-Woo, dass es Zeit ist, mit dem Raid zu beginnen und sagt ihr, sie sollen losgehen. Sie treffen auf Song, den erfahrenen Hunter, der sie fragt, ob sie damit einverstanden sind, dass er das Kommando übernimmt und die Gruppe anführt. Da er der Ranghöchste ist, stimmen alle zu. Als alle bereit sind, öffnen sie das Tor und betreten den Dungeon. Als sie hineingehen, sagt Kim zu Jin-Woo, er solle in der Nähe bleiben, um nicht verletzt zu werden. Jin-Woo zieht sein Messer heraus und erwähnt, dass dies das einzige Stück Ausrüstung ist, das er sich leisten kann. Trotzdem wird er auch heute sein Bestes geben und betritt den Dungeon. Währenddessen erzählt Go, der Präsident der Hunter-Vereinigung, seiner rechten Hand, dass er sich mit der Regierung getroffen hat, die sie gebeten hat, Dungeon-Ausbrüche zu vermeiden. Sie verlangten aber auch, dass sie Waren liefern, die sie in den Dungeon erworben haben. Er findet diese Forderung nicht unerträglich, denn sie verdienen ihr Geld mit dem Weiterverkauf von Waren aus dem Dungeon. Diese Waren sind Magiekerne, die man durch das Töten von Monstern erhält.
Im Dungeon sieht man Jinwoo blutüberströmt mit einem Magiekern in der Hand. Er ist froh, dass er einen schwachen Kobold besiegt hat. Aber Yuhi sagt ihm, dass er vorsichtig sein soll. Ein weiterer Goblin greift ihn an, aber er kann den Angriff abwehren. Der Goblin greift jedoch weiter an, aber er weicht allem aus. Er bekommt die Chance anzugreifen und versucht, den Goblin zu zerteilen. Doch bei der Berührung zersplittert seine Klinge. Der Goblin verschwendet keine Zeit und ersticht ihn. Yuhi macht sich Sorgen um ihn, aber Park kommt nach vorne und besiegt den Kobold. Jinwoo zieht sich die Klinge aus dem Bauch und legt sich auf den Boden, da er Blut verliert. Park bittet Yuhi, Jinwoo zu heilen, während er die Monster in der Nähe besiegt. Yuhi eilt Jinwoo zur Hilfe und setzt ihre Heilfähigkeiten ein. Während er geheilt wird, sieht Jinwoo wie alle anderen die Monster mit Leichtigkeit besiegen und wird neidisch. Präsident Go erklärt weiter, dass Magiekerne, die man von hochrangigen Monstern erhält, zur Herstellung stärkerer Waffen verwendet werden können. Dadurch können die Hunter stärkere Monster besiegen. Er erwähnt außerdem, dass sie Magiekerne aus den Dungeons erhalten und daraus Waffen herstellen können. Allerdings ist ihre Qualität nicht so effektiv. Seine rechte Hand versteht nicht, warum die Regierung sie haben will. Präsident Go erklärt, dass sie damit eine neue Art von Energie erzeugen wollen, die sicherer als Atomkraft und effizienter als die normalen Energiequellen ist. Das wird wiederum zu weniger Umweltverschmutzung führen und eine echte grüne Energie schaffen. Aber sie können sie nur erzeugen, wenn die Hunter die Dungeons räumen. Zurück im Dungeon wurde Jinwoo geheilt und die Gruppe hat es geschafft, den Boss zu besiegen. Yuhi heilt ihn wieder und fragt ihn, warum er unbedingt ein Hunter werden will. Sie erklärt ihm, dass er in große Schwierigkeiten geraten wird, wenn er immer wieder das Gleiche tut. Jinwoo entschuldigt sich, aber Yuhi beschwert sich. Sie will keine Entschuldigung, sie macht sich nur Sorgen um ihn. Song erklärt allen, dass der Raid so gut wie abgeschlossen ist und alle fangen an, über ihre Beute zu reden. Jinwoo schaut auf seinen Magiekern und hat Mitleid mit sich selbst. Er hat sein Leben für eine erbärmliche Belohnung riskiert. Plötzlich ruft ein anderer Kerl, dass es in der Nähe einen weiteren Eingang gibt. Alle sind verwirrt, aber Song verrät, dass es manchmal doppelte Dungeons gibt. Einige finden das seltsam, aber die meisten denken, dass die Belohnungen dadurch größer sind. Song erklärt der Gruppe, dass sich das Dungeon-Tor erst dann schließt, wenn sie auch den Boss des zweiten Dungeons besiegen. Normalerweise sollten sie diese Situation der Hunter-Vereinigung melden und auf eine Entscheidung warten. Aber das bedeutet auch, dass andere Hunter kommen und den Boss stehlen könnten. Er beschließt, alle abstimmen zu lassen, ob sie es tun sollen oder nicht. Insgesamt gibt es 13 Mitglieder, von denen die Hälfte mit Ja und der Rest mit Nein stimmt. Jinwoo ist derjenige, der mit seiner Stimme über das Schicksal der Gruppe entscheiden wird. Jinwoo denkt sich, dass dieser Dungeon zu gefährlich für ihn ist. Aber er ist pleite und muss einen Weg finden, um seine Schwester aufs College zu schicken. Außerdem muss er die Kosten für die Behandlung seiner Mutter bezahlen. Um seine Familie zu schützen, beschließt er also, Ja zu sagen. Währenddessen sehen wir, wie einige Leute in der Hunter-Vereinigung ihre Prüfung zum Hunter-Erwachen ablegen. Ein Mann legt seine Hand auf einen schwarzen Magiekern und sie messen seine Kraft. Wir finden heraus, dass es mehrere Gruppen gibt, die Gilden genannt werden. Sie rekrutieren Hunter mit Potenzial und bilden sie aus, um Dungeon Raids abzuschließen. Die stärkste Hunterin des Landes, Heen, ist eine stellvertretende Gildenleiterin. Sie ist eine verdammt süße Blondine mit dem Rang S. Zurück im Dungeon denken einige Mitglieder, dass sie sich zu weit vorgewagt haben. Sie sind bereits seit 40 Minuten unterwegs und erwähnen, dass sie eine Stunde Zeit haben, den Dungeon zu verlassen, nachdem sie den Boss besiegt haben. Sie haben also noch etwa 20 Minuten Spielraum. Jinwoo nutzt diese Chance, um sich bei Yuhi zu entschuldigen. Sie fragt warum und er erklärt ihr, dass er der Grund ist, warum sie gezwungen war zu bleiben und den zweiten Boss zu besiegen. Yuhi sagt, dass es ihr gut geht und er sich keine Sorgen um sie machen soll. Er fragt sie, ob sie sich sicher sei, aber Yuhi sagt, dass sie wütend ist. Sie schreit ihn an und fragt ihn, ob er ein Verrückter sei. Sie erklärt ihm, dass er ein Loch in der Brust hatte, wenn er ein bisschen höher gestochen worden wäre. Und nicht nur das, auch seine Arme und Beine wären fast abgetrennt worden. Sie verrät auch, dass ihre B-Rang-Heilung ihn kaum heilen konnte. Sie nennt ihn rücksichtslos und fragt, warum er zugestimmt hat, mitzukommen. Außerdem fragt sie, ob er sich am Kopf verletzt hat und bittet um eine Antwort. Jinwoo entschuldigt sich und denkt bei sich, dass er nur noch lebt, weil Yuhi eine B-Rang-Heilerin ist. Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre er tot. Sie fragt ihn, ob es ihm wirklich leid tut, und er bestätigt es. Plötzlich flirtet sie mit ihm und erwähnt, dass er sich bei ihr mit einem Abendessen revanchieren sollte. Jinwoo ist verwirrt, aber sie wird wütend und fragt ihn, ob er keine Zeit mit ihr verbringen will. Jinwoo errötet und erklärt ihr, dass sie nicht in seiner Liga spielt, aber er würde gerne.
Plötzlich erwähnt jemand, dass sie in der Boss-Etage angekommen sind. Einige Mitglieder sind verwirrt, weil sie noch nie einen Bossraum mit einer Tür gefunden haben. Sie finden das seltsam, aber Kim fragt, ob sie mit leeren Händen zurückkehren werden, nachdem sie so weit gekommen sind. Er behauptet, dass sie die Ersten sein könnten, die den neuen Dungeon entdecken. Wenn sie also zurückkehren wollen, können sie das tun. Aber er wird auch alleine hineingehen. Währenddessen beobachtet der Typ, der die Hunter-Prüfung durchgeführt hat, den Präsidenten in einem Video. Kurz erklärt er, wie vorsichtig sie immer sein und trotz ihres Ranges überleben sollten. Sie alle öffnen die Tür und treten ein. Die Fackeln überall im Raum beginnen zu leuchten, als sie eintreten. Einige sind beeindruckt, da sie so etwas wie diesen Raum noch nie gesehen haben, aber sie sollten sich beeilen und sich umsehen. Die Gruppe sieht mehrere Statuen im Raum herumstehen und Jin-Woo bemerkt eine weitere, die auf einem Thron zu sitzen scheint. Jin-Woo denkt, dass es sich um die größte Statue handelt, aber die Gruppe beginnt zu erwähnen, dass sie sich beobachtet fühlt. Dann bemerken sie etwas Seltsames. Es sind keine Monster in dem Raum. Daraufhin bemerkt Song den Boden und sieht, dass es ein magischer Kreis zu sein scheint. Kim ruft Song zu sich und erwähnt, dass dort eine Statue steht, auf der etwas geschrieben steht. Alle nähern sich der Engelsstatue und bemerken die Inschrift. Song liest sie laut vor und erwähnt, dass dies die Gebote des katenanischen Tempels sind. Erstens, sie müssen Gott anbeten. Zweitens, Gott loben. Drittens, glaube an Gott. Und wer nicht gehorcht, soll sterben. Yu-Hee flippt aus und schreit Jin-Woo an, weil sich die Augen der riesigen Statue bewegten und sie ansahen. Jin-Woo ist einfach nur verwirrt und sagt, dass sie sich das wohl nur einbildet. Plötzlich schließt sich die Tür. Alle flippen aus und fragen sich, ob sie in der Falle sitzen. Eines der Mitglieder geht auf die Tür zu und beschwert sich, dass sie gar nicht erst hierher kommen wollten. Er berührt die Tür und plötzlich bewegt sich eine Statue und schneidet ihm den Kopf ab. Alle sind schockiert und fangen an zu schreien. Jin-Woo ist verzweifelt und denkt über den Rang des Toten nach. Er weiß, dass der Mann viel stärker war als er selbst. Die Statue hingegen kehrt wieder in ihre ursprüngliche Position zurück, aber Jin-Woo kann sich immer noch nicht bewegen, da der Mann in einem Augenblick getötet wurde. Er versteht nicht, wie dieses Monster in einem D-Rang-Dungeon sein könnte. Jin-Woo schaut sich die größere Statue an und achtet auf jedes Detail, bis er sieht, wie sich ihre Augen bewegen, um ihn anzuschauen. Jin-Woo beginnt, sich an die Momente zu erinnern, in denen er mit Leben und Tod konfrontiert war. Bei seinem ersten Raid wurde er von seinem Team getrennt und wurde von Monstern des Rang Es verletzt, sodass er mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen musste. Später wäre er fast verhungert, als er in einem Labyrinth gefangen war. Er erklärt, dass Hunter ihr Geld, das sie mit Magiekernen verdienen, ausgeben, um mehr Waffen zu kaufen und stärkere Monster zu besiegen. Er hatte jedoch immer nur Geld, um billige Buttermesser zu kaufen. Wenn die Messer kaputt gingen, war er gezwungen, die Monster mit seinen Fäusten zu bekämpfen. Er hatte nicht einmal Geld für Kleidung, aber er machte trotzdem weiter. Er verdiente nie viel Geld und wurde von anderen Huntern immer verspottet. Deshalb suchte er immer nach Schlupflöchern, um zu überleben. Er musste alles ganz genau beobachten, um seine Chance zu bekommen. Als er in die Realität zurückkehrt, ruft Jin-Woo ihnen, sie sollen sich hinlegen. Die Statue schießt mit ihren Augen einen Laserstrahl ab und tötet mehrere Hunter. Diejenigen, die überlebt haben, sind geschockt von dieser Szene und geraten in Panik. Zum Glück konnte Jin-Woo Yu-Hee retten, aber sie ist in Panik vor Angst. Er schaut sich verwirrt um und fragt sich, was passiert ist und wie sie so gelandet sind. Er weiß, dass sie in der Falle sitzen und nicht entkommen können. Schließlich flippt er aus, weil er weiß, dass sie alle sterben werden. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal für täglich neue Anime-Zusammenfassungen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!